Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein Mount, was wir hier in Patch 8.3 aus dem Tal der ewigen Blüten uns erfarmen können. Und zwar um einen schicken Queen. Nicht den Queen, wo ich drauf sitze. Und zwar den Queen, wo ich drauf sitze, ist hier einmal Renns tapferer Jagdhund. Da hatte ich schon ein Video gemacht. Wir gucken uns einen anderen Queen an und zwar Xin Lao. Und diesen kriegen wir von einem Mob, der schimpft sich AD. Der Loyale oder an die der Loyale, wie man den auch immer aussprechen mag. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Und wo haben wir den? Den Mob finden wir einmal hier. Ich habe ihn vorhin gerade umgeboxt, ist jetzt mittlerweile schon despawned. Der kann zu einer etwa 1%igen Drop-Chance unser Mount droppen. Wir sehen es hier auch nochmal auf der Karte. Der ist auf den Koordinaten 34, 69 in etwa. Ist nur da für 4 Tage, solange der Mogu-Angriff ist, weil der Mogu-Angriff nur 4 Tage lang dort ist. Und diesen Mogu-Angriff wiederum seht ihr nur mit euren Chars und auch Twinks, wenn ihr bis hierher die Main-Storyline aus 8.3 aus der Herzkammer hergequestet habt. Nur dann seht ihr die Angriffe und nur wenn der Mogu-Angriff ist, ist auch der Rare hier unten. Genau, Respawn-Zeit ist, ich denke mal, über eine Stunde. Ich habe ihn ein bisschen gecampt, ist nicht aufgetaucht. Ich habe ihn durchs Tool jetzt ein, zwei Mal gefunden. Also sprich einfach hier rein A, D und dann gucken, ob er hier irgendwo ab ist. Im Englischen heißt er nämlich genauso, ist ein Eigenname. Gerade nicht da, haben wir ihn ja hier vorhin gerade umgeboxt. Ah, da liegt er sogar noch. Ja, viel Life hat er nicht. Der hat irgendwie nur so 1,7 Millionen Life, wenn natürlich mehrere Leute draufhauen. Kriegt er natürlich ein bisschen mehr Leben und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt hier so Blitzeinschläge, die hauen sehr, sehr viel Schaden raus und da könnt ihr relativ schnell sterben. Dementsprechend dort ein bisschen Vorsicht, vielleicht hier lieber mit einer Gruppe an den Mob rangehen. Ja, das sind alles die Daten, die ich euch geben kann über ihn. Wichtige kleine Randinformation vielleicht noch für den einen oder anderen. Ich nutze hier ein paar Add-ons, die ihr vielleicht auch haben wollt. Und zwar habe ich einmal Handy-Notes hier für die Totenköpfe, wo man auch die Pfade der Mobs sieht. Und Handy-Notes, Vision of Inzot, um die hier und in Uldum die Mobs zu sehen. Und dann habe ich noch Tomcat-Tours und Tomcat-Tours Vision of Inzot, um dementsprechend hier die Sterne, beziehungsweise wenn man die Mobs umgehauen hat, die Haken zu sehen. Und dann sieht man auch, wo was droppt. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz nett zu wissen. Genau, das war es soweit mit dem kleinen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Und ja, wenn ihr Bock habt, ich bin auch am Streamen auf Twitch. _TLA, einfach mal vorbeischauen. Euer TLA, bis dann. Ciao.